Klassenkonferenz des Angeklagten Habibi Bruder. Sie verzichten auf Angela Merkel und sind nur in Begleitung mit ihrem Vater? Nun, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann in dieser Klassenkonferenz gegen Sie verwendet werden. Möchten Sie aussagen? Ja, Cousin. Wir haben einige Klassenbucheinträge und Fehltage, zu denen ich Sie gerne befragen würde. Zu viele Fehltage, so oft musst du nachsitzen. Da wo ich herkomme, kannst du dich in Arsch ficken. Zu viele Lehrer machen hier ein auf Bonze. Deine Frau, die Fotze, wird gefickt von mein Onkel. Sie lernte nix von Respekt in ihrem Leben. Doch keine Sorge, jetzt hat sie Respekt in ihrem Gen. Ich hab wirklich kein Interesse, doch leistest du jetzt Widerstand, poste ich ein Bild von ihrer vollgewichsten Fresse. Zu deinen Vorstrafen gehört auch schwerer Raub. Ich bin der Typ, der von deinem Sohn die Knete klaut. Was soll ich machen, wenn mein Vater mir das Geld nicht gibt? Ist doch klar, dass man ohne iPhone selten fickt. Ohne WhatsApp, wie soll man da etwas klar machen? Oder eine Facebook-App, das sind reine Tatsachen. Jacqueline und Lisa, ihre Nummer kennt man. Ja, das sind Huren, auch sie können das nicht ändern. Die sind nicht wie sie, ihr Leben ist verdammt schwer. Die müssen sich fast jeden Tag einen neuen Schwanz klären. Man sagt, sie sind schwulenfeindlich, es wird so geredet. Wir nehmen den Hintereingang nur, wenn wir in Wohnung gehen. Ja, wenn es Kohle regnet, weißt du, was ich meine? Bei Einbrüchen 100% Stein in dein Scheibe. Äußern Sie sich bitte zu der Frauenfeindlichkeit. Ich hab 30 Zentimeter, aber frauenfeindlich nein. Viel zu viele Leute glauben heute diesen Frauentausch. Auf RTL, wo die Frau dann ihren Mann verhaut. Das macht keinen Sinn, ist gefaked und Palaver. Aber nicht so groß wie die Lügen von meinem Vater. In der Heimat war er Arzt und hier hat er nicht viel. Und vom Staat finanziert werden, das ist sein Ziel. Man sagt, sie vergiften YouTube. Klischee, Cousin, wir parodieren so gut. Bekamen Props von jedem und sie haben uns geteilt. Sie meinten, diese Scheiße, die wir machen, sei so geil. Sie lieben uns und sagen, diese Typen sind wie wir. Anscheinend können die Kids sie mit ihnen identifizieren. Ja, richtig, die Kids gucken und schreien Abo. Liken die Seite, aber hinterlassen kein Abo. Sie hören nur auf mich und hören nicht auf euch. Sie schreien Habibi Brüder, als wäre es Hitlerdeutsch. Und das finden sie gut, was ist daran lobenswert? Wieso nicht, ich bin kein krimineller Drogenkerl. Und auch kein Junkie, so wie Sido, der sie fehlleitet. Nur ab und zu wütend, denn auch mir geht's scheiße. Ich hab auch Probleme, ich hab auch Familie. Meine Ex ist ne Hure, ich hab auch mal Krise. Warum tun sie AgroTV namentlich zu Brei machen? Sorry, aber Halil macht es mir nicht einfach. War an einem Netzwerk und ließ uns einfach löschen. Wir waren so sauer und mussten uns rächen. Rief mein besten Anwalt an und er schrieb dann einen Brief. Das Resultat war, dass unser Kanal nach 3 Tagen wieder lief. Den Grund kennen wir bis heute nicht, doch scheiß mal auf das Agro-Ding. Ja, okay, und was ist mit dem Chabos-Ding? Das Chabos-Parodie war, wo Meinungen sich scheiden. Der Manager von ihm wollte, dass wir das nicht zeigen. Kann's verstehen, doch warum erst nach Millionen von Klicks? Für einen kurzen Augenblick war meine Vision so gefickt. Was soll ich machen? Sollte es sein Hobby sein, kann ich nichts dran ändern. Auf dem Beat ist ein Copyright. In Berlin was vom Fantreffen erzählt. Ja, das ist richtig, doch irgendwie verfehlt. Sie waren nur kurz da und sind dann wieder gegangen. Durch unsere Parodien waren wir zwar schon bekannt, doch hätten nicht gedacht, dass wir doch so viele Fans in nur einer Stadt haben. Ich dachte mir nur Bams. Woher dieser Fame und woher dieser Hype? Ich meinte noch zu Aladdin, stell dir vor, es kommen nur 2. Wenn wir keine Parodien mehr machen, wäre das schade. Ich bin wie ein Stein, ich lieg auf Straße. Protokoll beendet, Sie als Bürger haben Rechte und genauso haben Sie auch Ihre Grenzen und Gesetze. Sie sollten sie lieber respektieren und auch schätzen. Das wär's, es sei denn, Sie haben noch irgendwas zu ergänzen. Möchten Sie eventuell noch irgendwas sagen? Ja, fick den Lehrer, nur mein Vater darf mich schlagen. Ey, meine Frau, wer ist dieser Bibo? Warte, warte, Scheiße, ja, Jungs, wollt ihr mich verarschen? Bruder, Bruder. Nein, nein, geht rein, holt mir raus jetzt. Schnell, schnell. Ja, mit meiner weißen Alpha, geladenen AK, 2 Partner, heute schreien sie Hatar. Mama hat damals ständig geweint, doch es tut mir so leid, ich hatte nie eine 1. Was Mathe, Deutsch, Englisch, Politik oder Physik? Nach dem Unterricht hab ich in den Pausen Coca getickt. Sie Hatar, hat die Tarnung nicht gereicht. Fick auf eure Ausbildung, denn mein Zahngold hält mich reich.
Mitchell, du hast keinen deutschen Pass. Wie, du hast keinen deutschen Pass? Komm raus!